Ist der Bleistiftgraf neu verliebt? Neue Beziehung. Schon vor Jahren sind sie sich auf dem roten Teppich begegnet. Damals begleitete Patrick Graf von Faber-Castell, 53, regelmäßig seine Ehefrau, Schauspielerin Mariella Ahrens, 48, zu Events. Vanessa Blumhagen, 40, interviewte die beiden. Nach und nach entwickelten sich offenbar zarte Gefühle. Wie Gala jetzt erfuhr, haben sich der Bleistiftgraf, seit 2015 von Mariella geschieden, und die Journalistin verliebt. Seit ein paar Wochen sieht man sie sehr vertraut zusammen, auch im Restaurant Großzamm Kurfürstendamm. Faber-Castell wohnt in Berlin. Aus dem Freundeskreis ist zu hören, Vanessa und Patrick seien ein Paar. Was verbindet die beiden? Auf jeden Fall findet bei beiden ein wesentlicher Teil des Lebens in der Öffentlichkeit statt. Sie hat seit 2013 eine eigene Rubrik im Saat.1 Frühstücksfernsehen. Erzählt dort Sophie Sand aus der Welt der Stars und Sternchen. Er kennt schillernde Society-Partys seit seinen Jahren an der Seite von Mariella. Ihre kirchliche Hochzeit ließen sie 2007 sogar vom RTL-Magazin exklusiv begleiten. Nach der Scheidung sind Patrick und Mariella gute Freunde geblieben, weiß Gala. Allein schon aus Liebe zu ihrer 10-jährigen Tochter Lucia. Nach ihrer Ehe, die 10 Jahre hielt, ist Vanessa Blumhagen nun ebenfalls frei. Die Scheidung von einem Hamburger Geschäftsmann, mit dem sie auch die Firma Luxus Lassus betrieb, ist durch. Kinder hat die Journalistin nicht, die zudem als Autorin erfolgreich ist. Sie schrieb mehrere Bücher über Hashimoto, eine Autoimmunerkrankung. Wie geht es nun weiter? Im Moment müssen die beiden ihre Zweisamkeit sehr gut organisieren. Vanessa lebt in Hamburg und ist beruflich viel auf Achse, Patrick wohnt in Berlin und kümmert sich gerade Vollzeit um Tochter Lucia, weil Mama Mariella bis Mitte Dezember die Hauptrolle in Mirandolina in der Komödie im Bayerischen Hof spielt. Aber wo Liebe ist, da ist auch ein Weg. Bestätigen wollten Faber-Castell und Blumhagen ihre Beziehung auf Gala-Nachfrage nicht.